Vlog. Das wird wieder ein kleiner Reisevlog und zwar fliege ich heute mit Emma und Hannah nach Stockholm. Ich freue mich richtig. Und ja, wir fliegen erst um 18 Uhr, deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, um zu packen und auch was zu essen. Deswegen bin ich gerade auch in der Küche. Ich muss noch frühstücken. Ich habe mich leider ein bisschen erkältet, wie man vielleicht auch in meiner Stimme hört. An sich geht es mir schon besser. Also ich fühle mich fit, ich habe nur halt die ganze Zeit so eine verschnupfte Nase, was natürlich einfach nervig ist. Ich habe bisher das Sneaker-Paar dabei. Es ist safe auch einfach zu kalt. Und auch unnötig viele Hosen, glaube ich. Okay, ich fühle mich maximal gestresst gerade, aber ich glaube, ich habe alles. Ich finde, Fliegen ist deutlich stressiger als Zugfahren. Ich habe alles gepackt, mein Zimmer sieht ganz schlimm aus, aber das räume ich dann auf, wenn ich zurückkomme. Okay, ich fahre jetzt mit dem Uber bis zur Hermannstraße und von da aus dann mit der S-Bahn zum Flughafen. Ach, der ist ja so weit außerhalb. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt genug Jacken und so dabei habe. Ich habe mir jetzt einmal meine Lederjacke und dann noch diese Überjacke mitgenommen, weil dann kann ich die so kombinieren oder auch nur Leder tragen zum Beispiel. Wird wahrscheinlich zu kalt, aber egal. Dann habe ich jetzt diesen großen Jutebeutel und meinen kleinen Koffer und mein neuer Teppich ist angekommen. Das habe ich leider nicht mehr geschafft. Angekommen am Flughafen. Schon erstmal ein paar Sachen noch in der Apotheke gekauft. Und jetzt kann's losgehen. So Leute, wir sind im Airbnb angekommen und haben Pizza bestellt. Guten Morgen, Leute. Wir sind fertig gemacht. Oder machten uns gerade noch fertig. Und gehen gleich los zu einem Brunch-Spot, Brunch-Café, was wohl sehr beliebt sein soll. Also ich bin mal gespannt, ob die da einen Platz für uns haben, weil man da nicht reservieren kann. Und danach gucken wir einfach mal. Emma hat ein paar coole Sachen rausgesucht. Oh, Hannah hat ihren... Der ist ja cool. Hast du den eigentlich selber gehäkelt? Der sieht wirklich cool aus. Wow. Ich habe ihn halt nur, wie gesagt, verkackt, weil hier sind manchmal so ein paar Löcher drin. Aber das fällt ja nicht auf, wenn du den anhast. Guck mal, wie lang einfach. Boah, das Licht hier ist so gut. Emma, guck mal kurz. Wow, slay. Wir waren bisher einfach ein bisschen rumshoppen und suchen gerade das Office von Matilda Dierf tatsächlich, weil die hier an diesem Park ihr Büro hat. Und ich meine, es ist Samstag, sie wird safe nicht da sein, aber wir waren so ein bisschen Sehenswürdigkeiten abklappern und Matilda Dierfs Office ist auf jeden Fall eine Sehenswürdigkeit. Oder? Nummer 1. Ja, definitiv. Ich bin Matilda Fan Number 1. Sie sieht auch ein bisschen aus wie Matilda, finde ich. Haben auch schon Leute geschrieben. Ja, das ist für mich größtes Kompliment, for real. Wir waren schon am Office jetzt und gehen jetzt zu den Food Halls. Food Hall, keine Ahnung. Ja, und holen uns da was Kleines noch zu essen. Na, wir essen jetzt richtige Kannenbulla oder so. Ich weiß nicht, ich spreche es voll falsch aus. Ist sie lecker? Mhm. Wir haben uns jetzt nochmal umgezogen und gehen jetzt Abendessen. Vietnamesisch. So wie immer eigentlich. Wuhu.
wir sind schon fertig gemacht. Boah, Hanna, ultra cool hier mit dem River. Wow, wow, wow. Wow, wow. Ja, Scully Girl. Das Wetter ist sehr schön, also die Sonne scheint. Und jetzt geht's los wieder zu unserem neuen Brunch-Spot. Heute wollen wir mal ein bisschen so die Inseln erkunden um Stockholm. Weil, wer es nicht wusste, Stockholm hat viele Inseln. Also, ja. Hello, friends. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Frühstück und haben schon wieder Uber genommen. Einfach weil es tatsächlich günstiger ist und schneller. So, wir sind jetzt am Wasser und waren auch schon frühstücken. Wir wandern jetzt rüber zur anderen Nebeninsel, so mäßig. Vielleicht sind wir Robben. Oh nee. Okay Leute, let's go. Ach, ist das schön, das Wetter ist so toll. Erstmal schwerer. Ey, wie schön ist es denn hier? Jetzt bei einem Taco-Store, der mir empfohlen wurde, der sehr gut sein soll. Der heißt Dirty Tacos und ja, ich bin mal gespannt. So, hier sind die Tacos. Heute ist schon Abreisetag. War ja nur ein Weekend-Trip. Es schneit. Sehr, sehr stark. Ich bin mal gespannt, wie kalt das jetzt wird. Weil wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, weil wir erst nachmittags fliegen. Und deswegen gehen wir jetzt auch nochmal irgendwie in ein Café und enjoyen den Schnee. Yes. Ich bin schon richtig sad, dieses Apartment zu verlassen. Leute, wir haben jetzt gebruncht, echt lange, und ich habe so ein Bananenbrot gegessen, das war leider nicht so gut. Ich habe es ein bisschen bereut, dass ich nicht so ein richtiges Brot genommen habe. Also war ganz okay. Ich glaube, man kann hier bessere Sachen essen, als die, die ich ausgesucht habe. Aber egal. Kannst du kurz zur Seite, damit ich den schönen Ausblick... So. Film mal bitte, wie unhöflich einmal jetzt hier mit dem Kopf daran schon geht. Ja, die ignoriert uns einfach die ganze Zeit. Das ist wie so ein kleines iPad-Kind, was man so mitschleifen muss. Nervig. So, ich wollte jetzt noch so eine Art Schlussfazit aufnehmen und so ein bisschen einfach noch erzählen, wie die Reise so war und wie mir Stockholm gefallen hat. Also ich war ja das erste Mal in Schweden oder generell überhaupt oben in den skandinavischen Ländern und man hatte natürlich auch durch Social Media und so schon so ein gewisses Bild davon, wie es da so ist und so ein paar Erwartungen. Und die wurden auf jeden Fall erfüllt, würde ich sagen. Also ich fand die Stadt super, super schön, vor allem so die Altstadt, in der wir am zweiten Tag waren. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch wirklich sehr, sehr freundliche Leute. Also die Leute waren alle total lieb und konnten alle richtig gut Englisch. Ich glaube, ich habe mir das alles noch stylischer vorgestellt. Also ich dachte, dass jede Person da so aussieht wie aus diesen TikToks. Aber so ist es natürlich nicht. Man sieht dann schon auch mal sehr, sehr hübsche und stylische Menschen die ganze Zeit. Aber da sind auch einfach
normal gekleidete Leute. Ja, und wir haben jetzt nicht wirklich die Zeit gehabt, um irgendwie ins Museum zu gehen oder in das Schloss rein oder so. Ich habe ein bisschen auch von dem Schloss gefilmt, weil da so Paraden irgendwie waren. Das war auf jeden Fall sehr funny. Ich wäre eigentlich voll gerne noch ins Museum oder so gegangen, weil ich das immer ganz gerne mag. Aber wir hatten halt nur 2 Tage und da nimmt einem das dann schon sehr viel Zeit weg. Vor allem, weil das Wetter ja auch echt gut war in den ersten 2 Tagen. Dann am Montag, also an unserem Abreisetag, war halt nur wirklich so Matsche, Schnee. Aber ja, also ich glaube, ich würde auf jeden Fall im Sommer nochmal hin, weil es wirklich ein toller Vibe war und einfach eine schöne Stadt. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und bis zum nächsten Video.